Parkstadion Gelsenkirchen. Es ist Sonntag, der 15.08.1993 und Schalkes Fans sind in Derby-Stimmung. 70.000 in der großen Schüssel fiebern. An historischer Stätte. Bujo, hallo. Schön, dass du da bist. Hat sich ein bisschen verändert, ne? Ja, was soll ich sagen? Ich als Nostalgiker sagt natürlich, leider hat sich hier einiges verändert, aber ich hoffe, dass wir zumindest noch Teile erhalten können und dann in das neue Projekt einfließen lassen. Und wir wollen mal tief in die Historie gehen, ja, denn es gab hier ja diverse Derbys, das eine oder andere, an das man sich nicht so gerne erinnert, andere wiederum, ich erinnere mich an 6 Tore in einer Halbzeit, ne? Für die Richtigen natürlich. Und dann gab es eins, leicht vergleichbare Situation wie jetzt, nach einem 0:3 in Wattenscheid gab es ein Heimderby. 93, kannst du dich erinnern? Vage, es war glaube ich das Tor von Juri. Also es ein Missverständnis gab zwischen dem langen Schulz und Klos im Tor. Und Juri hat davon profitiert, hat den reingeköpft und ja, tolle Momente, definitiv. Ungefähr an der Stelle war es, ne, wo Juri den Kopfball gesetzt hat. Parallele zu heute. Man hat euch nicht viel zugetraut, ne? Die anderen waren der Favorit. Wie geht man damit um, wenn man aus so einer 0-3-Klatsche kommt, bei einer Mannschaft, wo man sich viel mehr ausgerechnet hatte? Ja, mein Gott, also ein Derby, das ist jetzt eigentlich was fürs Phrasenschwein, aber das ist halt ein besonderes Spiel. Da geht es nicht darum, was hast du vorher geholt, sondern da geht es darum, in diesen 90 plus ja, da zu sein, Präsenz zu zeigen, den Gegner zu bespielen. Ja, Dortmund ist personell hervorragend aufgestellt, spielen eine überragende Saison. Da muss man sich nichts vormachen, aber trotzdem gibt es ja Grundeigenschaften, die man dagegen stellen kann, die wir dagegen stellen müssen. Und dann haben wir auch eine Chance, ein gutes Ergebnis zu erzielen, definitiv.